Angekommen bei dem Spiel der Spiele des Spieltags. Auf jeden Fall. Ja, wir spielen jetzt 1. FC Kaiserslautern. Grüße an den Betzenberg und an die ganzen Fangemeinschaften dort. Und natürlich gegen Braunschweig. Ebenfalls großer Gruß an die wirklich fabelhaften Fans, die die haben. Ja, ich würde sagen, das Highlight schlechthin jetzt von dem Spieltag in der zweiten Liga, wenn du mich fragst. So haben wir es auch angepriesen. Ja, so haben wir es angepriesen. Jeder, der sich... Ach ja, und dann liebe Grüße natürlich an all diejenigen, die es geschafft haben, das letzte Spiel bis zum Schluss zu gucken. Ja, wir verraten an dieser Stelle auch nicht, welches es war. Nee, das musst du rausfinden. Ich sag schon mal so, es fängt nicht mit erste Liga an. So viel darf ich schon mal verraten. Ja, okay. Ihr müsst euch durch alle hässlichen, langweiligen Zweitligaspiele bemühen, um dieses ein Ende zu finden, ja, auf was wir uns jetzt berufen. Und, nur damit ihr den Insider auch versteht. Da müssen sie viel suchen. Da müssen sie viel suchen, ja, ist richtig. Ja, und vorspulen ist nicht. Was? Vorspulen ist nicht. Nee. Das muss man sich ganz angucken, weil wir auch nicht verraten, wo der Witz war. Richtig. Ja. Jo, dann bin ich mal gespannt, was jetzt bei rumkommt. Wir versprechen den Leuten viel, ja, wir müssen auch viel halten. Ich bin aufgeregt. Ja. Verdammt aufgeregt. So, Robert spielt übrigens mit Kaiserslautern. Für unsere Kaiserslautern-Fans. Ja. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. So, für alle unter euch, die es natürlich immer gerne ein bisschen genau nehmen, wir spielen FIFA 14, haben damit auch noch die alten Kader, Kaderaktualisierung. Das sparen wir uns einfach. Liegt einfach daran, dass es die Mühe nicht wert ist und... Ja, hätte auch, glaube ich, noch nicht abhalten müssen. Das war abseits. Ja, wärst ja nicht mehr rangekommen. Na klar. Du hast ja schon eine Rückwärtsbewegung. Abgelaufen hätte ich ihn zu. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Wo spielt der denn nur hin? Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Auf Kacke bahnt sich hier an. Was ist denn hier los? Da ist aber das Bein nochmal so lang geworden gerade eben. Ja. Ah, weggetackelt hast du mich, weggetackelt hast du mich, ja, dort unten. Ja. Wurden nicht mal geahndet. Aggressivität ins Spiel bringen, wenn das schon, ja, so hoch anpreist hier. Das ist ein bisschen Leidenschaft muss mit rein. Ja, Blut muss spritzen. Ja, für alle anderen empfehlen wir an der Stelle natürlich unsere Battlefield Let's Plays. Ja. Ich würde also sagen, einfach mal hier an der Stelle verlinkt. Ja, gleich mal eine Infobox eingebaut. Und während ich sowas sage, merke ich, wie dumm das ist, weil ich mache mir selber nur noch mehr Arbeit dann. Ja, na, von nichts kommt nichts. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Ah, ganz lange ist er geworden. Was macht er jetzt heute? Ah, das ist mal die Umgebung befriedet. Alles abgeräumt, was abzuräumen war. Das ist aber sehr guter Pass. Ein sehr guter Pass. Boah, ja, der soll ihn runterspielen. Mann! Ebenfalls ein sehr guter Pass. Ich habe auch manchmal das Gefühl, je länger wir spielen, desto schlechter werden wir auch. Das ist auch dir das schon mal aufgefallen? Ja, das ist auch, glaube ich, ganz normal. Das ist, ob wir uns da so einem gewissen Niveau angleichen, was uns so gegenseitig aufhebt. Ja. Ui, daneben. No. Die sind aber auch lahmarschig, ey, wirklich. Ich glaube, der Kumbila ist der Einzige, der relativ schnelle Werte hat. Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Sehr guter Einwurf. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus.
Das will ich sehen. Ja, das war das jetzt das erste Highlight nach einer halben Stunde. Ja, von dem doch so hoch angepriesenen Spiel. Ja. Ja, das ist einfach, weil diese Taktikstärke beider Mannschaften sich ja im Mittelfeld immer gegenseitig aufhebt. Man muss ja auch zwischen den Zeilen lesen können, um die Spannung zu erkennen in dem Spiel. Das ist richtig. Das ist bei all unseren Spielen so. Lakic. Warum pfeift er denn das? Und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Nochmal schön umgerempelt. Einfach den Bein nicht verfolgt. Nur den Gegner nochmal, auch wenn es einen Umweg kostet, einfach nochmal umgerannt. Gegeben. Ja, ich habe die Emotionalität meinen Spielern halt auch eingepläut, ne? Was war das denn? Ich würde ihn auswechseln. Für diese Frechheit. Ja. Für diese Frechheit kommt er in der Pause raus. Eine versprochen. Schande. Nielsen Nieser, hat mir den Namen gemerkt von dem Jungen. Schande. Der spielt nicht normal. Ne? Nee, schon gar nicht gegen Kaiserslautern. Nee. So ein emotionsloses Gekicke von dem. Ja. Ohne Elan. Bitte. Abseits. Vor allem, wo er den Ball angenommen hat. Ah, ja. Und da sieht er eigentlich schon in seiner eigenen Hälfte wieder. Nein. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Ja, super. Das war Glück. Ja, da kommt was auf uns zu. Kann er nicht normal annehmen? Muss er noch eine Drehung machen? Die bremsen sich gegenseitig aus, hast du es gesehen? Hab ich gesehen. Wow! 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 Oh. Ah, nein! Nein! Nee! Oh, sehr gut! Oh! Oh, nee! Ich war so abgelenkt von dem Seitfallzieher, Fallrückzieher, was auch immer es werden sollte. Oh, zweite Liga, so filigran. Kommt der Schaufelradbagger vorbeigeflogen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. Scheiße. Oh, und noch durch die Beine. Oh, damit war echt nicht zu rechnen, dass der Elefant da hinten tatsächlich noch reingeht. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja, haben wir jetzt eigentlich schon gar nicht zu viel versprochen. Nee, jetzt ist schon. Nee, jetzt ist wirklich gut. Jetzt ist wirklich gut. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. 1:0 zur Pause, knappe Führung. Sehr gut. Ja, war sehr unterhaltsam. Das kommt nicht so gut an bei unserem Kaiserslautern. Nee, na, mit Sicherheit nicht. Nee. Zack, das einzigste Highlight im Spiel. Aber warum nicht? Was für ein Schüsschen. Das war noch, ich würde es nicht mal als Schuss betiteln. Es war ein Schüsschen. Hm? Ein Kullerball. Welcher? So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt... Ah, da hat der Schiedsrichter auf keinen Fall einen Foul gesehen. Oh, das war sehr knapp. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Und weil er diesmal wiederholt nicht an den Ball gekommen ist, fliegt Nielsen jetzt raus. Jetzt greift er das hat er sich einfach selber zuzuschreiben. So, was haben wir hier noch? Ademi. Nur Hochkaräter auf der Auswechsel. Ocean, Olivier Ocean. Ja, dann bin ich mal gespannt. So, Lautern ist halt auch die einzigste Mannschaft in der zweiten Liga, wo ich so die Namen auch noch so halbwegs kenne. Ja. Stehen die Ketten denn so weit hinten? Breite Raute, flache Vier. Falsche Neun. Das war's für mich. Ja. Die breite Raute. Breit passt zu mir. So wie Raute. Das liegt gar nicht an sondern... Wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann so, und dann geht er raus, der Ring.
für Ocean. Haben sich dafür entschieden, jetzt noch mal auszuwechseln. Was machen die denn alle? Ja, da wollte der Kumpel aber einen Elfmeter. Was der will, ist mir eigentlich furchtbar egal. Die Abwehr steht goldrichtig. Und da hat er sich etwas unter Druck setzen lassen. Den Ball deswegen jetzt ins Ausgespielt. Schöne Flanke. Und er faustet den Ball weg. Was hat er denn jetzt gefunden? Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Och. Er ist nicht mal hingefallen. Ja. Wenn er hinfällt, dann zählt's nicht. Nö. Wie früher. Ist dir hingefallen? Nein, alles okay. Blutest du? Nee. Nee. Was heulst du überhaupt rum? Richtig. So was nennt man saubere Abwehrarbeit. Das muss es sein! Oh. Ah, nein! Sehr gut. Hier, du spielst auf Zeit. Tue ich das? Man weiß es nicht. Dezent. Oh, weißt du? Nee. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Alter! Warum schießt er nicht? Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Vielleicht, weil du Kreis nicht drückst? Ja. Oder nicht dolle genug. Ja. So, legen wir vorsichtig zurecht. Jetzt, wo ich einen eigenen Controller habe, bringe ich mir das nächste Mal weg. Sagst du, der besitzt schon deine Hand vor? Ja, das stinkt. Eieieiei. Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei Mané, denn an denen kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Wenn das nicht mal schmutzig war, was du jetzt gerade gemacht hast. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Hä? Wolltest du hier so einen Lucky Punch setzen, hä? Ja, zumindest zum Ausgleich. Es wäre ja noch nicht mal der Siegtreffer. Das sieht auch gut aus, aber der Torwart hat die passende Antwort parat. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Der Kopfball. Ja, der ging aber. Wo war denn der hin? Gut weit daneben. Gut und weit. Gut weit und daneben. Den Fußballschuhen, da geht nix. Die Ecke, okay. Der Abschluss. Viel zu schwach. Das frühe Stürmer. Oh, steht aber auch immer so ein Blauer da und lässt sich anschießen. Und jetzt hat sie die Chance. Oh, die Flanke kommt super. Was machen die denn? Die Fans hier warten einen Flankenball. Nein! Schieß dich einfach immer an und renne weiter. Und die Abwehr aufmerksam. Geht er rein! Und irgendwie. Ja! Oh, Scheiße! Nicht gestimmt, deswegen. Nicht schön, aber selten. Nein! Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich dann. Unbedingt lange hohe Bälle. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird nochmal so richtig spannend. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt.
Ja! Hat es nicht schön hergebracht? Man weiß es nicht. Ja. Also hat man auf Lagic vertraut. Ich hatte kurz überlegt, ihn nochmal rüberzulegen. Hätte ich einen Torwart rausgeholt, hättest du auf jeden Fall machen müssen. Mhm. Hätte der Hund nicht, hätte er einen Hasen gehabt, ne? Ja. So, es ist nie immer gut, wenn der Torwart, den du drin hast, eine andere Nummer als die 1 hat. Jetzt greift er ihn an. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Was ist denn jetzt? Findet doch einen Ball noch. Nein! Sehr gut! Warte, warum leistungsgerechtes Unentschieden? Ja, mit vielen Highlights. Ja, also mit wirklich erstens ein Tor zum Schluss, was zum Ausgleich führte, und dann natürlich noch ein wirklich sehr interessantes Tor. Hm. Oh, ist auch alles relativ ausgeglichen, wenn man es sich anguckt. Ja. Ja, doch, kann man so stehen lassen. Haben wir, denke ich mal, nicht so viel versprochen. War nee. Auf jeden Fall eins der besseren Spiele aus der zweiten Liga. Ja, richtig. So sieht aus. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Mitspielen, Robert. Sehr gerne. Allen anderen empfehlen wir natürlich noch den Content, den wir hier in der Endcard noch mit anbieten. Ansonsten abonnieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.